Ja, bei uns sind Felix Hahn und Benedikt Weiß vom Team KRSC bei Shell Maute. Zwei der ganz jungen Teilnehmer hier im Carcenter Cologne beim 24-Stunden-Rennen. Zunächst mal an dich, Felix, die Frage: Du bist ja zum zweiten Mal hier am Start. Wie hast du das Rennen bis dato erlebt? Ja, also im Moment fand ich es eigentlich sehr gut. Unser Team ist gut aufgestellt. Wir haben zwar ein paar kleine Fehler gemacht, aber ich denke, wir halten uns gut. Benedikt, für dich die erste Teilnahme hier in Köln. Ich weiß, du bist hier sehr erfahren, bist hier im Kartclub unterwegs, bei vielen Rennen und vielen Trainingssitzungen. Wie hast du das Rennen bis jetzt erlebt? Ja, also eigentlich auch. Ich finde, wir sind ein sehr gutes Team, aber man hört es mir ja an, ich bin ziemlich krank und deswegen fahre ich heute auch nicht mehr. Ich habe gestern nur einen Stint fahren können. Vor den Zeiten wäre da auch noch Luft nach oben gewesen, aber wie gesagt, wegen der Gesundheit ging einfach nicht mehr. Aber sonst hat es viel Spaß gemacht. Hast du dieses enorm hohe Niveau hier im Starterfeld erwartet vor dem Rennen oder warst du dann auch überrascht? Also ich bin ziemlich überrascht gewesen. Ich habe schon damit gerechnet, dass es viele gute Zeiten gibt, aber wenn man jetzt mal guckt, da sind keine mehr über 26. Die Strecke ist jetzt auch wahnsinnig schnell über die Nacht geworden und da ist schon, also auch die Leistungsdichte, die fahren alle innerhalb von 2/3 Zehntel und das ist schon Wahnsinn. Also im Vergleich zu den letzten Jahren, da waren immer größere Unterschiede. Felix, ich habe es gerade schon erwähnt, du bist ja zum zweiten Mal hier am Start. Wie entwickelt sich dann so ein Rennen für dich als Fahrer auch dann durch die lange Nacht hindurch? Wie geht man das dann an? Ja, also erstmal natürlich das Qualifying, da ist man natürlich froh, wenn man weiter vorne steht wie wir. Wir sind jetzt auf Platz 4 gestartet und dann kam natürlich das Rennen und da muss man einfach gucken. Am Anfang ist natürlich noch nichts entschieden und wir haben jetzt gerade vielleicht erstmal so 16, 17 Stunden durch. Also das kann sich noch gut entwickeln. Ich habe gerade schon mal angesprochen, ihr seid zwei der ganz jungen Fahrer hier im Starterfeld und das bedeutet, ihr dürft während der Nacht nicht teilnehmen am Rennen aus Jugendschutzgründen. Wie läuft das dann? Kann man dann mal nach Hause fahren, sich mal eine Stunde hinlegen? Kann man dann überhaupt richtig abschalten oder fiebert man die ganze Zeit mit dem Team mit? Ja, eigentlich fiebert man schon mit, man möchte eigentlich dabei sein, aber natürlich muss man natürlich sich ausruhen und schlafen. Deswegen ist die Nacht eigentlich gut, um zu schlafen. Nochmal an dich, Benedikt, die Frage. Ich habe es vorhin schon angesprochen, Kartclub Köln, die Hausbahn hier in Köln-Rodenkirchen. Wie groß ist da der Vorteil? Also, ich sag mal, der Vorteil ist insofern groß, dass wir eben hier wirklich mehrmals monatlich trainieren. Aber ich sage mal, die Teams, die hier heute dabei sind, die sind alle schon öfters beim 24-Stunden-Rennen gefahren und deswegen, die Karts sind jetzt neu. Und deswegen, die haben auch alle Erfahrung und haben auch oft schon trainiert. Also, wir haben einen kleinen Vorteil, glaube ich schon, aber die sind alle auf hohem Niveau. Vielen Dank euch beiden. Weiterhin viel Erfolg für die letzten Stunden hier im Carcenter Cologne und viel Spaß beim Rennen. Dankeschön. Dankeschön.